Moin, heute stelle ich euch unser Isebus-Bedienterminal, das Amatron 4, vor. Das Amatron 4 ist eine Eigenentwicklung von Amazone und verfolgt eine einfache und benutzerfreundliche Bedienphilosophie. Wir haben hier ein 8 Zoll großes Multitouch-Display, welches sich über Touch oder optional über Tasten hier auf der rechten Seite bedienen lässt. Das ist gerade dann von Vorteil, wenn wir auf dem Feld unterwegs sind und es mal ein bisschen huckeliger wird, dass wir hier einen festen Griff des Terminals haben und hierüber die einzelnen Tasten betätigen können. Auf der Startseite haben wir hier oben unsere Schnellstartleiste. Diese Schnellstartleiste sehen wir auf jeder Seite des Terminals, egal in welchem Menü wir uns befinden. Und hier können wir die Angaben individuell konfigurieren. Beispielsweise einen Feldnamen, die Uhrzeit oder unser GPS-Status. Durch Runterwischen dieser Statusleiste kommen wir in ein Menü mit gängigen Funktionen zu unserem Terminal, beispielsweise die Einstellung der Helligkeit. Das erfolgt aber optional auch ganz automatisch. Und hierhinter verbirgt sich ebenfalls die Auftragsverwaltung. Hier können wir also Aufträge importieren oder auch exportieren. Im unteren Bereich des Terminals haben wir unser sogenanntes App-Karussell, wo wir über Touch in die verschiedenen Menüs eintauchen können. Beispielsweise unsere automatische Rückfahrerkennung, sogenannte AmmaCam, oder auch über diesen Weg in unsere verschiedenen Einstellungsmenüs gelangen. Wenn wir hier oben zwischen den Direktwahltasten navigieren, können wir von dem Home-Bildschirm zunächst zur Kartenansicht wechseln, wo wir dann alle unsere gängigen GPS-Funktionen hinterlegt haben. Und die Taste daneben, darüber gelangen wir dann in all die Einstellungen und Menüs, die mit der Maschine zu tun haben. Hier sehen wir jetzt gerade unser Menü von der Precea. Hier gelangen wir beispielsweise in unsere Maschinenbedienung oder über die Zahnräder in unser Einstellungsmenü. Insgesamt haben wir mit dem Amatron 4 möglichst wenige Untermenüs, um eben die Bedienung möglichst einfach zu gestalten. Denn gerade wenn wir mit komplexen Maschinen im Feld unterwegs sind, soll die Bedienung für den Anwender ja möglichst einfach und selbsterklärend sein. Für unser Amatron 4 haben wir verschiedene Lizenzen, die wir nutzen können. Diese können wir uns einmal in der Lizenzverwaltung anschauen. Und Besonderheit bei Amazone ist, dass wir alle Lizenzen bei Neukauf eines Terminals bereits vorinstalliert haben und diese für einen Testzeitraum von 50 Stunden kostenlos ausprobiert werden können. Highlight hierbei ist unsere sogenannte GPS Maps und Dock-Funktion. Die ist immer kostenlos auf jedem Amatron 4 verfügbar. Das heißt, hiermit haben wir die Möglichkeit, mit Auftragsdaten zu arbeiten, beispielsweise Applikationskarten zu importieren und diese teilflächenspezifisch abzuarbeiten. Das heißt, für jedermann besteht hier die Möglichkeit, mit Auftragsdaten zu arbeiten, ohne dass ich dazu extra eine Lizenz kaufen muss. Ein weiteres Highlight für unser Amatron 4 ist unsere sogenannte Amatron Twin App. Die stellt eine Display-Erweiterung zu unserem Amatron 4 dar, wo wir dann auf dem Amatron 4 unsere Maschinenbedienung dauerhaft im Blick haben und parallel dazu unsere Display-Erweiterung, wo uns dann unsere Arbeitsmaschine und die Teilbreiten originalgetreu dargestellt werden, hat einfach den Vorteil, dass der Fahrer zu jeder Zeit beide Anwendungen voll im Blick hat. Das Amatron 4 ist somit wirklich ein super Isebus-Terminal, welches für die Maschine und auch für den Fahrer zugeschnitten ist. Der Fahrer kann sehr viele Einstellungen für sich persönlich konfigurieren und ist wirklich ein super Unterstützer auf dem Feld.